Hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Großwogri Wrogi gekloppt. Und jetzt habe ich wieder meine Ausrüstung ein bisschen umgeändert. Ich habe jetzt die Klamotten von Mazuros, also diesen komischen Bären, komplett und eine Lehnslanze. Ich will mal mit der Lanze kämpfen, die, glaube ich, aus Materialien vom Yagi besteht. Und das Schild ist sowas von riesig. Okay. Gucken wir mal. Was hast du denn so? Kann ich irgendwie Raritäten jetzt handeln? Nein. Ma. War wieder eine Rarität irgendwie. So. Megakäfer, jetzt Spitzhacken und all sowas. Dafür tue ich eigentlich die meiste Zeit hier Sachen eintauschen, aber naja. So, gucken wir mal hier. Meine Fangbox. Ich habe ein Stahlei, das kann man, glaube ich, verkaufen. Wasserglanzjuwel, Wasserglanzjuwel, großes Fass. So, ich entsende die jetzt immer hier zum dunklen Gewässer, weil da kriegt man oft Schätze und die sind gut für Geld. Gute Zusammenfassung, ne? Die sind gut, um Geld zu verdienen, meine ich. Und ja, gucken wir mal, wir versuchen uns jetzt mit den Königsludrov. Wo ist er? Ja, kein Königsludrov. Ja. Machen wir den, dann kriegen wir 2000 gut, ne? So, erstmal wieder futtern. Wir gehen natürlich wieder alleine da rein. Weil ich weiß nicht. Gesundheit plus 20, ja. Mit Rohstoffen, bitte. Ich brauche mein Geld. Schon wieder eine Waffe, die ich mir zum Ziel gesetzt habe. Ich glaube, irgendwie eine Morph-Axt. Weil eine Morphax hat man bis jetzt auch noch nicht bekommen. Ein Gourmet-Gutschein. Habe ich, glaube ich, einen schon. Tausche ihn gegen einen königlichen Mahlzeit. Guter Geschmack, gute Wirkung. Ja, okay. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, irgendwann wollte ich ja noch machen. Okay, fällt mir jetzt nicht ein. Also lassen wir das. Gehen wir zum Königsludrov. Habe ich alles. Trank. Ja, okay, ich habe neue Tränke. Egal. Ein paar Megatränke, das reicht doch. Königsludrov, den kenne ich auch noch. Boah, und das sogar nachts. Ich mag es, wenn es Nacht ist. Das sieht so geil aus hier in dem Spiel. So, wir nehmen wir das Übliche mit. Und was ist das da unten? Ist das ein Wurfmesser? Giftmesser? Boah, das Objekt. Ist das... Die gebe ich wieder zurück. Ich glaube ja, ne? Kann ich halt gleich benutzen. Kann man, glaube ich, werfen. Ja, ist irgendwie klar, ne? Nee, warte mal. Erstmal den Farbball wieder ausrüsten. Und vielleicht... Verdammt. Verdammt. Das fällt mir jetzt nicht ein. So, ich wollte hier wechseln, aber ich habe erst Y und dann... Ding jetzt gedrückt. Schultertaste. Oh, der Königsludrov ist, glaube ich, nicht so schwierig. Aber ich glaube, da ist der erste Gegner, den wir unter Wasser bekämpfen müssen. Wenn man vom Lagiat-Kurs hier mal absieht, von dem wir ja graziös geflüchtet sind, und hier war der, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir müssen ihn als erstes irgendwo am Land bekämpfen. Deswegen glaube ich nicht, dass der da ist. So, mal gucken, wie die Lanze funktioniert. So, ich komme bestimmt hier wieder blocken. Und damit kann ich sogar laufen, gut. Ich meine, wie groß das Schild ist. Okay. Okay, damit nach oben zu ziehen, ist jetzt nicht so eine gute Idee. Okay. Okay, ich kann so komboen, okay. Wenn ich blocke, kann man blocken angreifen. Oh ja, das ist gewöhnungsbedürftig, ich kann so nach vorne sprinten. Okay, okay. Ich lerne noch. Was zum Teufel?
Ja, ich bin Start hier gerade aktiviert. Okay, dann ist gewöhnungsbedürftig. Wird schon damit klarkommen. Ich vermisse mein großes Schwert. Wo könnte er sein? Ich weiß langsam gar nicht mehr. Weil hier glaube ich auch nicht, dass der auftaucht. Taucht irgendwo an Land als erstes auf, oder? Ich weiß ja gar nicht mehr. Ein Gebiet, oh, verdammt, das bin ich da eingegangen. Platsch. Ja, wie gesagt, Viech kann man auch unter Wasser bekämpfen, aber das kämpft auch an Land, deswegen würde ich eher so einen Landkampf hier bevorzugen. Vor allem mit einer neuen Waffe direkt unter Wasser. Das wird ein Spaß. Aber ich will alle möglichen Waffen zeigen. Ich will auch mal neue Waffen ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie mal so auf Schützenklamotten umsteigen werde. Weil dann müsste ich mir alle möglichen Rüstungen nochmal herstellen, also doppelt. Und ja, wäre ganz schöne Arbeit. Da ist der König des Dschungels. Außer hätte er so eine Bananenmähne. Oh Mann, ich möchte an Land. Na, kommt er hier unter Wasser und dann muss ich unter Wasser gegen ihn kämpfen, verdammt. So, wo bist du? Erstmal ein Farbball in your face. Verdammt. Das ist schon der zweite, den ich verballert habe. So, gut. Ich bin nicht angeln. Ja. Oh nein, was ist das nochmal für ein Status? Oh, jetzt schon? Warum hast du die Waffe weggesteckt, Mann? Ja, da hab ich geblockt, ne? Da geht immer auf den Weg, der geht mir jetzt schon auf den Nerven. Oh, die sind aber schwer kaputt gegangen dadurch. Das wird ein Spaß. Na gut, er hat so eine Reichweite hat. Felix, haha. Versuchen wir mal. Wo jetzt nicht. Das ist ja ungewohnt, der tut nach hinten springen. Wenn ich B drücke. Bei denen kann man die Mähne kaputt machen, das weiß ich. Ich glaube, den Schwamm. Boah. Ich kann keine Seitwärts-Ausweichmanöver mehr machen. Wir sind doof. Ma, bleib doch mal hier. Ich glaube, jemanden sehen seinen Schwanz kann man abhacken, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe mit der Lanze. Mann, wie doofe Fresse. Oh, jetzt auch noch das. Haha. Einer seiner Kollegen stand direkt davor. Oh, gut. Oh Mann, echt, lass mich. Wie konntest du so hoch springen? Stop kidding me. Ah ja, ich habe Autoblocken noch als Talisman oder wie auch immer. Erst ein paar Mal kann ich so automatisch blocken.
Und ein bisschen mehr auf Blocken achten mit der Waffe. Nein. Oh, der rennt weg. Finde ich gut, dass man so aber auch rennen kann. So, mit der Lanze, das wird ein Spaß. Ein bisschen Schaden habe ich ihm da angerichtet, oder? Bitte sagt ja. Frisst das. Und das. Und das. Und das. Und das. Der ist echt vergiftet. Gut. Sehr schön. Ah. Da fällt sie doch mehr ab, wenn ich so angerannt komme. Und eine Schwemme muss ich kaputt hauen. Oh, da wird ein Spaß hier. Hart geblockt. Machst du jetzt, ne? Helft mir. Verdammt. Ich hoffe, das ist nicht an mich gerichtet. Hey, wie weit habe ich denn gemacht? Warum gehen die eiskalt auf mich los? Oh nein, nicht gut. Na, oh, bin in den reinge sidestepped, sag ich mal. Ja, backstepped. Was? Hat aber keinen Sinn. Danke. Finde ich gut, dass ihr mir helft. Oh, was jetzt schon? Echt? Ah. Oh. Nein, ich muss mich heilen, Mann. Lasse er mich. Will sich verarschen? Lass mich in Ruhe. Schon wieder die Katze getroffen. Gut. Finde ich gut, dass der die ganze Zeit trifft. Alter, mache ich überhaupt Schaden damit? So, guck mal her. Hier geblieben. So, warum gehen die Katzen denn auf mich los? Was habe ich denn getan? Oh, ich hätte schleifen sollen, ich Idiot. Hast du gesagt, noch nicht unter Wasser getaucht? Ja, ich habe was von ihm kaputt gemacht. Mann. Ich bin mir echt angewöhnt zu blocken. Wir sagen mir nur, dass mit dem Gegner-Pairing hier abhängt, dass ich hier so kacke bin mit der Lanze. Die Mähne kaputt. Ich glaub, das Ding ist mehr so für Luftgegner, ne? Weil ich so in der Luft auch angreifen kann. Ma. Komm schon. Der trifft mich aber auch nicht mehr. Gut. Einfach nur mit der Lanze reinstechen.
Stich, 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 ah! Stich, Stich, ah! Stich, Stich! Mann, hör auf damit! Stich, Stich! Ich muss mal kurz schleifen, lass mich mal. Oh nein, nicht gut. Doch gut. Was haben wir denn, dass du wartest? Lass mich noch kurz heilen. Nein, da darf ich nicht. Ma. Ich wusste, dass du halt wieder machst. Aber diesmal war ich klüger. Du bist ein echter Jäger. Ah. Ah, auf damit. Ich bin langsam nervig. Also ich kann doch Seitenschritte machen, oder? Ich mach dann aber nicht immer, wenn ich das will, habe ich so ein Gefühl. Und rennen. Was, muss ich ihn einfach nur damit treffen? Ich glaube ja, ich muss gar nicht dabei angreifen. Ha! Deine Bananen sind jetzt erledigt. Und dieser Rollangriff, ne? Lass mich da liegen, was. Und dieser Rollangriff geht mir so auf die Nerven. Ach, da habe ich in einen anderen Bildschirm reingekickt. Aber den Kampf schaffen wir schon. Wenn ich schon mal hier bin, wegschleifen. Und was essen? Ich habe so ein Gefühl, der macht nur noch diesen Rollangriff gerade. Die geht nicht nett. So, rein da. Voll geil. Ja, geblockt. Nein. Sie ist ins Wasser gegangen. Und ich habe ihn verloren. Ich habe keinen Farbball mehr auf ihn. So ein Dreck. Sprint extra. Okay. Verdammt. Da kann er nur da lang. Ja, super. Muss er jetzt, ist er jetzt da oder da lang? Bei 5 ist er, ne? Bitte sag mir, er ist bei 5. Ja, wo? Oh. Da? Alter, soll ich jetzt erst einen Farbball auf ihn werfen oder ihn angreifen? Verdammt. Ich weiß, ob ich überhaupt noch einen Farbball brauche. Boah, unter Wasser ist halt auch nicht schlecht. Ich vermisse es aber, ihn irgendwie so wegzuhauen. So wie mit dem Hammer oder mit dem Großschwert. Ja, ne, so ein Katana habe ich auch noch nicht benutzt. Der Hammer benutzen. Aber ich glaube, der ist schon kaputt. Der ist schon ganz schön langsam. Friss das! So, aber was passiert eigentlich, wenn ich hier Start drücke? Wo bist du? Von die Augen sind so bedrohlich, fällt mir gerade so auf. Was soll das? Was schwimmst du immer an mir vorbei, ja? Ich will da ins andere Gebiet reinschubsen, ne? Gab es überhaupt schon Wasserkämpfe in älteren Teilen? Oder ist das nur mit dem dritten Teil dazu gekommen? Weil darauf wird irgendwie so immer betont hier im Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wo. Für Verpackung oder so, weiß ich jetzt nicht. Ha, jetzt habe ich dich gleich. Stich, 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 stich. Nicht ins andere Gebiet wieder hauen, das wäre doof. Aha, auf damit.
Oh, nee. Wenn man gerade voll wenig KP hat, kann das ganz schön ungünstig sein, wenn man gerade so betäubt wird. Beim später bei stärkeren Gegnern. So, ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Megatrank verballern, also tut mir einen Gefallen und freck. Sehr gut, ein Treffer noch rausgehauen. So, dann müssen wir ein paar Minuten erledigt haben. Ja, ich glaube, hier ist das letzte Gebiet, wo man nicht mehr kämpfen muss. Toll, wieder bei anderen Viechern. Bitte gern, Land. Ich glaube, der geht nicht an Land, oder? Doch, oder? Wo ist er? Sieht die Höhle schön aus. Ma. Mann, verpisst euch! Ich habe keine Zeit für euch. Und da geht gleich mein erster Megatrank. Habe ich so das Gefühl. Nein, mach jetzt keinen Mist. Schmeckt er? Ja, er schmeckt. Nein, einen habe ich noch irgendwie kaputt gehauen. Oh nee. Lass mich mal kurz chillen. Daneben. Was ist das? Offscreen werde ich natürlich versuchen, mal seinen Schwanz abzuhacken, weil hier schaffe ich das nicht. Vor allem mit einer Lanze. Wie soll ich das mit der Lanze schön schaffen? Die kann nicht schneiden, jawohl. Die kann nur stechen. Oh, und wie sie sticht. Ah, schön. Erledigt. Ich habe das Gefühl, die Gegner werden nicht stärker, sondern man muss einfach nur... Boah, echt jetzt? Man muss einfach nur immer mehr Tränke verbrauchen bei den stärkeren Gegnern. Oh, lässt du mich in Ruhe? Gegen die Krise. Pisser. Das ist aber echt beschissen mit der Waffenstärke. Ich dachte, mit den Knochenklamotten wäre das schon schlimm. Dabei ist das doch keine Knochenwaffe. Das ist eine aus feinsten Jagematerialien. So, mach hin. Ich bin beinahe hier am Ertrinken. Oh. Will man echt gerne herausfinden, wie lange man in Minuten unter Wasser bleiben kann in dem Spiel. Weil Ertrinken ist irgendwie unmöglich in dem Spiel. Ein paar gute Sachen bekommen. Mähnenstreiter. Ja, gucken wir mal, ob neue Missionen direkt schon zur Verfügung stehen, damit ich offscreen irgendwie was machen kann oder so. Da kommt direkt wieder was. Irgendwann müssen wir ja gegen den Lagiagrus kämpfen. Der ist ja auch noch irgendwie ein Ding in diesem Spiel. So, tun wir mal vorantreiben. Respekt, du hast wirklich für uns, dich wirklich für uns eingesetzt. Ein Boot besteht nur aus Brettern, aber es symbolisiert viel. Die Größe der Jagdflot reicht uns erstmal. Du kannst dich ruhig auf Gildenquest und den Lagiagrus konzentrieren. Ich werde dafür sorgen, dass jeder, der die Bestie sieht, dir sofort davon berichtet. Und wo wir von Neuigkeiten sprechen, die Kleine vom Questschatter will mit dir reden über eine neue Monsterart. Ach ja, ich dachte mir schon, dass dir das gefällt. So, du bist wieder was? Ah, du kommst genau richtig, egal, ich muss dir etwas sagen. Ich habe auf meinen Rundgang im Morgenwald ein Königsdorf gesichtet. Ich komme hier sonst nicht vor. Das kommt sonst nicht vor, meine ich. Ich weiß nicht, ob das am Beben liegt, aber die Nahrungskette im Wald ist völlig aus dem Gleichgewicht. Das bedeutet, dass du im Wald auf ein Königsdorf treffen kannst, auch wenn du keine Quest angenommen hast. Sei gewarnt und höre dir regelmäßig die Mogga-Prognose an. Jeder hat der Vorbereitung mit dir Hilfe sein. Blablabla. So. Okay. Gildenliebchen, was geht ab? Willkommen daheim, schön dich wiederzusehen. Diesen König Lodrok hast du es aber gezeigt, wer der Boss ist. Die Jagdflotte ist bereits an die Arbeit gegangen und das alles verdanken wir dir, Jägerschätzchen. Die Gilde ist
Bist du auch aufgefallen? Ich wette, sie schicken weitere Aufträge für Jagd auf große Monster. Wirst sehen. Und stell dir vor, du bist jetzt echt berühmt in der Stadt. Man will dich sogar als Actionfigur herausbringen. Boah, geil. Mal nur ein Witz. Ey. Jetzt zu deiner nächsten Jagd. Ein großes Monster, das die Sandebene durchstreift. Barov? Was für ein Monster er Barov ist, fragst du? Tja, in meinem frisch überarbeiteten Notizbuch steht. Barov, der Kampfwivan, der in der Sandebene lebt. Einst leiden unbekannt. Oh, hui. Du hast dich von dieser wenig hilfreichen Beschreibung nicht entmutigen, oder? Du hast nichts anderes erwartet? Oh, das kann man wirklich nicht reinlegen, aber irgendwann gelingt es mir, Jäger. Ja, warte mal, alles Neues. Betrüger in der Falle. Ja, das werde ich Offscreen machen, das werde ich Offscreen machen. Barov, ich glaube, ich weiß, was das für ein Viech ist. Ja, boah, wir haben schon alle hier. Schon alle hier. Das heißt, ich werde die Offscreen machen, die Offscreen machen. Das machen wir im nächsten Part, glaube ich. Oder das hier. Mal gucken. Muss ja auch noch irgendwann gemacht werden. Ja, bis dahin habe ich schon wieder vollkommen neue Ausrüstung wahrscheinlich. Part. Und ja. Ich sage da an der Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und da will noch jemand mit mir reden. Dann reden wir noch schnell. Oh, du hast wirklich vor uns eingesetzt. Ich würde dich umarmen, wenn ich nicht voller Fisch in der Reihen wäre. Jetzt hat die Jagdflotte 2 Schiffe. Das heißt, dass du Jungs gleichzeitig zu 2 Orten schicken kannst. Ich sage dir, mit dem Dorf ging es echt bergab, aber seit du hier bist, wird alles besser. Du bist ein Champion. Okay. Das war's aber. Nein, da will noch jemand was. Du. Da bist du ja. Ich habe Neuigkeiten und eine neue Bitte für dich. Es geht um die Farmiga. Wir wollen die Insektenbox verbessern, damit wir noch mehr Insekten züchten können. Da sind Neuigkeiten. Was? Bring nur Rohstoff und Material her. Wir machen den Rest. Und wir machen den Rest. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber hier ist es sehr wichtig. So. Nein, das kann ich sogar ausnahmsweise mal nicht direkt machen. Egal. Machen wir halt auch im nächsten Part dann, würde ich sagen. Und da will immer noch jemand was von mir. Hey, du bist doch Moggas Jäger, oder? Weißt du was? Mein Schiff ist repariert und seetätig. Ich kann endlich wieder zur Fischen rausfahren. Und das nur, weil du diesen Königsdorf erledigt hast. Ich schuld dir was, Kumpel. Ich habe mir Sorgen wegen unserer dusseligen Flottenkapitäns gemacht. Er macht immer alles nur noch schlimmer. Stärke der Flotte ist ihre Größe. Immerhin kann ich wieder fischen. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Der Kapitän und ich fahren außerdem an verschiedenen Orten. Lass uns für dich fischen. Wie heißt es so schön? Klappe halten und angeln. Okay, das heißt, ich kann jetzt 2 Schiffe hier losschicken. Gut. So, will noch irgendwas? Noch irgendjemand was von mir? Du? Chacha? Nein? Okay. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.